Wie isst man eine cornische Pasti? Zuallererst muss man sich natürlich erst einmal eine Pasti machen bzw. backen oder alternativ dazu eine fertig gemachte Pasti kaufen. Zum Mitnehmen für nach Hause. Wir dagegen haben unsere erste Pasti selber gemacht. Und zwar, wie hier kurz skizziert, unter Anleitung eines Experten, eines Meister-Pasti-Bäckers, Charlie Choke, Zen Master of Pasti-Making in Falmouth. Andererseits, wenn man urplötzlich von einem Anfall von Heißhunger überfallen wird und zufällig, so wie wir gerade, in Falmouth Cornwall ist, kann man sich ad hoc eine fertige Pasti dort kaufen. Denn auf Schritt und Tritt werden den hungrigen Passanten hier diese landesübliche Spezialität mit verschiedenen Füllungen angeboten. Heutzutage gibt es sogar saisonal bedingt Variationen für verschiedene Jahreszeiten und Anlässe. Und wie nun isst man bzw. der Cornishman seine Pasti? Am besten natürlich al fresco, traditionell aus der Papiertüte, sozusagen von der Hand in den Mund. Das stillt sofort jedes aufkeimende Hungergefühl und spart obendrein den Abwasch von Geschirr. Bon appétit, wie der französisch sprechende Brite wohl sagen würde.